Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Finals. Ja, man sieht hier unten schon, mir fehlt ein Siegespunkt, um in den Goldrang aufzusteigen. Ist dann zwar auch erst Gold 4, aber ganz ehrlich, das reicht mir für die Season dann auch wirklich mehr. Mehr muss nicht sein und ich glaube, mehr werde ich auch nicht mehr schaffen. Ja, aber Gold 4, das Gold wäre schon schön, wenn ich das schaffen könnte. Ja. Und deshalb gehe ich jetzt hier mit meinem mehr oder weniger Standard-Medium-Bild, mit meinem etwas abgeänderten Standard-Medium-Bild in eine Runde Welttour rein. Das ist jetzt hier ein Alien-Bild. Früher habe ich es gerne mit dem Heilstrahl gespielt, aber seit dem Nerf weiß ich nicht. Seit dem Nerf spiele ich immer öfter mit dem Dematerialisierer, wenn ich mit der Medium-Klasse spiele, und der macht auch ein bisschen mehr Bock als der Heilstrahl. Außerdem habe ich das Jump-Pad ausgetauscht gegen den Datenumformer, weil ich zu dem Schluss gekommen bin, dass ich mit dem Dematerialisierer ähnlich gut an gegnerische Cashouts rankomme wie mit dem Jump-Pad. Mit dem Jump-Pad kann ich halt vielleicht irgendwo auf dem Dach hochspringen und dann von oben rangehen, aber mit dem Dematerialisierer muss ich einfach nur in ein Gebäude reingehen und dann von unten den Cashout auf die nächste Ebene runterholen. Ist auch ganz angenehm. Ja. Und ich spiele insgesamt auch ein bisschen lieber mit dem Dematerialisierer als mit dem Jump-Pad, weil man bei dem Jump-Pad dann auch die Mid-Air-Probleme hat. Was meine ich mit Mid-Air-Problemen? Es kommt hin und wieder mal vor, dass man Mid-Air abgeschossen wird und viele Leute, vor allem auch hier auf den höheren Rängen, insofern ich in der Runde mit höheren Rängen komme, kennen sich dann auch schon gut genug im Spiel aus, dass sie bei ihren Waffen dementsprechend gegenlenken, dass sie so ziemlich jeden Schuss treffen, auch wenn sie auf einen Gegner schießen, der durch die Luft fliegt. Und da bin ich mit dem Dematerialisierer einfach besser dran. So, Stand jetzt haben wir ein Team mit zwei Medium-Spielern. Das ist sehr, sehr awesome. Ich sehe, es gibt noch ein anderes reines Medium-Team in der Runde, dann ein komplett gemischtes Team und ein komplettes Light-Team. Wenn wir von meiner Erfahrung ein bisschen was ableiten, dann würde ich sagen, dass das Light-Team so ziemlich am Arsch ist. Einfach weil ich in der Vergangenheit oft genug die Erfahrung gemacht habe, dass die leichte Klasse hier wirklich nicht allzu gut dran ist. It's showdown time, but our cathedral seems to have been flattened like a pancake. Who will adapt best in this duck-altered landscape? Vault 1 is being opened by the Vogues. Hi. Live wires are pushing into Vault 2. There it is. Our first elimination has really ignited this match. Sinker Slim time. You're right. Who will rise to the occasion? Der Typ hat einfach zwei Granaten runtergeschmissen. Was ein Mist.
Fantastic steal by the Jet Setters. Mine, nicht Mine, Granate. War das eine von einem Gegner oder eine von meinem Team? Keine Ahnung. Ich denke, bei einem Viertel kann ich das Giftgas anschießen. Also bei einem Viertel Zeit über. Ich glaube, das geht sich dann von der Zeit her ganz gut aus. Okay, das Team hier hat Bock, das merke ich schon. Das Team hier hat Bock auf die Runde, das ist gut, das ist sehr, sehr gut. Ich denke, wir können zu B gehen. Go for a steal on B. The Kingfish made an awesome steal there. Jet Setters are currently in the fast lane. There's our first team wipe and it's not a pretty one. Ja, und dann holt sich da gerade den Punkt. Hallo. Okay, wir können ran, ja. The Kingfish are respawning. They need to avoid being washed ashore again. The Jet Setters just pirated a cash out. But will there be consequences, Scotty? The Vogues are busy crowding into Vault 3. Let's go. Capture That's the four. Second consecutive cash out for the Jet Setters. Great momentum. A shiny new vault just spawned, June. Let's see who gets to it first. Shoot for cash out D. I got the cash box. Manchmal. In seltenen Fällen hat man wirklich Glück mit dem Team. Das sind so krass gute Runden. At the halfway point, our contestants are transcending realities, much like our sponsor Azult. Our sponsors must be thrilled, and I'm sure they're eager to see what the second half brings. The Jet Setters are turning on the engines. They've started a cash out. Mm-hmm. The Vogues are back. Mm-hmm. Sending a frag. Cash out set in motion by the live wire. Jet Setters will need to reboot. Team White. Ganz ehrlich? Kein Problem. Das ist absolut gar kein Problem. Wir haben einen super krass guten Start hingelegt. Die Orangen haben einen Reaper. A contestant just cleverly defended their cash out from being stolen. Sweet. Go for a steal on D. Affirmative. Ja, aber D ist. Yep. D ist weiter fortgeschritten. Dann gehen wir doch mal auf D. Gehen wir doch mal auf D. So weit runter wollte ich eigentlich nicht. Nein.
Und ihr... der Typ bricht einfach durch die Wand durch und macht mich weg. Well. Den hole ich runter. Das ist ein richtig, richtig krass gutes Team. Mega awesome. A new vault. This is gonna get very interesting very fast. Get to Vault 5. Vault 5 brauchen wir eigentlich theoretisch nicht, aber gut. Gehen wir hin. Was ein krass gutes Team. Awesome. Mega, mega awesome. Sweet! The Kingfish just netted a cash out. Prepare to witness a good kind of complete and utter chaos as we turn up the dial on damage in the arena. Orange ist das Light Team. Oh, die hatten anscheinend einen kurzen Disconnect, aber der ist wieder reingejoint, der dritte von Orange. Ja, auch gut. Das ist das Light Team, Orange. So, und wenn die Orangen einigermaßen klug sind, stecken sie den Tresor nicht in den Vault. Den Vault, nicht in den Cash Out. Gut. Boah, aber was für ein krass gutes Team. Wie awesome. Ey, auf so ein Team habe ich gewartet. Wenn ich mir denke, ich habe gestern auch schon gespielt. Ich habe gestern auch schon versucht. Auch nur eine Runde weiterzukommen. Weil mehr muss ich ja eigentlich nicht machen. Für den einen Siegespunkt muss ich nur eine Runde weiterkommen. Ich muss ja nicht eine Runde gewinnen. Ich muss nur eine Runde weiterkommen. Und ich habe gestern 3 Runden gespielt, 3 von 3 Runden direkt verloren. War ziemlich uff. Aber das ist ein krass gutes Team. Nice. Und man muss auch dazu sagen, 3 Mediums sind auch eine sehr, sehr starke Teamkombination, immer noch. Diese 3 Medium-Meta, die hat sich ja, denke ich, Anfang der Season etabliert. In den letzten paar Seasons waren in jeder Meta, glaube ich, noch so 1 oder vielleicht sogar 2 Heavies mit dabei. Aber Heavies sind halt auch verdammt langsam und unagil. Nice! Mega awesome! Ah, jetzt hab ich Bock. Jetzt will ich bis ins Final kommen. Vielleicht werden wir es sogar schaffen, vielleicht nicht. Mal abwarten, aber mit dem Team, das Team ja, das hat Potenzial. Now, the Mighty, the Overdogs, the Livewires, and finally, the Jetsetters. The Arena's calling. Nighttime in the arena brings reduced visibility, but I'm sure our contestants will light up the place. Welcome to an untouched arena, everyone. Like a sandcastle before the tide rolls in. Let the waves of competition commence. Our contestants must be getting to know each other's strengths and weaknesses because we've got our first elimination. The battle lines are drawn. And may the best team cross the
them on their path to victory. Try my luck here. Throwing a frag. The Jet Center swooped up a cash box. Raus. Ich versuche vielleicht zu B zu kommen. Könnten wir schaffen. Gute Zipline. Mann, geh da doch rein, du Trottel. Ich, das Mine, nicht Mine, Nate. Ich glaube, ich habe da kurz was Pinkes gesehen, ja. Und da ist ein oranger Typ dazwischen, das gibt's doch nicht. Okay, das war mein Teil. Ein zweiter Vault. Ich will den zweiten Vault nicht hier haben. Das ist ausgesprochener Mist. Aber es läuft gut. Jetzt stecken wir den zweiten Vault rein. Das war zu früh, das war viel zu früh. Jetzt kommen alle her, alle Teams, alle kommen hier hin. Ey Leute, was ein krasses Team. Was ein absolut krasses Team. Oh ne, nicht gut. Oh Leute, da sind mehr. Das sind zu viele. Shit. Oi. Den Volt. Das haben wir. Was ein absolut krasses Team. Die beiden hier, die schaffen es, einen Cashout gegen drei andere Teams zu verteidigen. Ey, wenn man immer solche Teams hätte. Stellt euch vor, man hätte immer solche Teams. Ah. Krass. Absolut krass. Da war ein Gegner. Den habe ich gehört, den habe ich gehört. Ach, shit. Raus, 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 raus. Was für ein Team. Was für ein Team. Kann ich hier... Geht das? Ja. Ich...
A long-awaited return to the arena for the Live Wires. Okay. Here comes the enemy. Hey, was ein Team, was ein Team. They're basically printing money in the arena today. Cash outs and commotion. A real treat for the viewers. They might have to start adding extra zeros to the scoreboard. Absolutely. Ah, die haben richtig Bock, die Typen hier. Die haben richtig Bock, die zwei. Ah, oh, ist das schön. Da wollten wir jetzt vielleicht ein bisschen zu viel. Ah. Ja, aber ging. Ey, alle Teams hier, weil sich keiner zu unseren blauen Cashouts traut, sind alle Teams hier beim anderen. Awesome. Ah. B. Das Öffnen kriegt man 1000. Die können wir uns gönnen. Und dann weiß ich nicht. Also eigentlich... Eigentlich können wir jetzt einfach abwarten. Was passiert, weil... Weiterkommen werden wir jetzt sowieso, wenn wir nicht dreimal hintereinander blöd sterben. Das wird, denke ich, nicht passieren. The Jet Setter swooped up a cash box. Move the cash down B. Boah. Ein Vault reinstecken. Ich würde es ehrlich gesagt an und für sich nicht riskieren. Dann wiederum ist das hier ein super krasses Team. Schade. Close. Leider too close. Ja, rüber zu B, oder? Overdogs, Overdogs, Pink, Overdogs. Zwei Mediums, ein Heavy. Ah, das sind die wir... Okay. Das sind die wir richtig krass gekillt haben. Ah, ist das schön. Ist das schön. Ey, eine Runde, in der so ziemlich alles perfekt funktioniert. Wo gibt's sowas?
Ach, ist das gut. Und ganz ehrlich, wenn wir mal ehrlich sind, das ist jetzt schon eigentlich ein perfekter Abschluss für The Finals. Schön. Ja, ich bleib bei dem Loadout. Never change a winning system. So. Okay, folks, it's the big show. It's what we've all been waiting for. Finalrunde bei Abenddämmerung. Sehr, sehr schönes Tageszeiten-Setting. Here we go. The Overdogs up against the Jet Setters. Let's get this started. It's the moment we've all been waiting for. Ach Gott, was mache ich hier? The team to reach 20,000 first will emerge as the winners. Are you nervous, Scotty? I think our fans know by now that I'm not so easily agitated, June. Calm. The Jet Setters are probing Vault 1. Nate! Sending a flag! Das war... Eigentlich wollte ich hier direkt wieder aufspringen. Okay, gehen wir zu A. Ist näher. Warum noch nicht? Zipline up. Setting a zipline. Cash out set in motion by the jet setters. Enemy up there. Die Zipline will ich weghaben. Genau so wie die hier. Okay, ein Heavy ist down, direkt rein. Voll rein, volle Kanne. Cash out. The Overdogs are back. Was ein Pech. Ja, aber der nächste gehört uns.
Turm. Jet Setters grabbed a cash box. Sip, go to cash out C. C, vielleicht. Was ist C? Ah, C ist dieses enge Gebäude. Shit. Macht nichts, das machen wir. Der hat mich richtig fies überrascht. Ich werde die Coins nehmen. Ich habe sowieso genug davon. Defibrillator nicht gezogen? Was war denn das jetzt? Schade, schade. Ah, shit. So knapp. So unfassbar knapp. Ah, hier zwei Goldspieler. Kein Wunder, dass das so eine krasse Runde war. Ah, schade. Ah, so knapp. So knapp. Aber... wir haben den Goldrang erreicht. Und ich würde sagen, das ist ja auch ein richtig krass guter Abschluss für die Finals. Weil ich denke, hier wird in naher Zukunft kein spannendes oder super krasses Event mehr reinkommen. Wird, denke ich, nicht passieren. Und ich meine, ich habe in Terminal Attack... den Goldrang erreicht. Und ich habe jetzt hier auch in Welttour den Goldrang erreicht und ich denke, das reicht auch. Ich werde natürlich noch ein bisschen weiterspielen. Ich werde hier die wöchentlichen Challenges vollenden, hier die Woche und dann noch durch die nächste Woche in 3 Tagen, dass ich hier die Soon-Montur komplett habe. Deswegen werde ich das noch durchspielen und dann vielleicht zeige ich euch dann nochmal das komplette Soon-Zeugs in
in einem letzten Part, aber dann war es das hier, denke ich, von The Finals. Ja, gut, und für heute war es das auch. Vielen Dank fürs wieder mit dabei sein und schaltet gerne beim nächsten Mal ein, wann auch immer der nächste Part kommen wird. Und ja, ich sag ciao.